Heute machen wir ein paar Donuts. Wir benötigen für unsere Donuts Milch, Mehl, Salz, Eier, Zucker, Hefe, Butter. Butter kann durch Margarine ersetzt werden. Milch kann durch Wasser ersetzt werden. Als Gewürz verwende ich Vanille, Zitrone, Rum oder ein bisschen Amaretto. Rum, Amaretto kann man weglassen. Genauso könnte man Zitrone und auch die Vanille weglassen. Schmeckt halt dann ein wenig anders. Vanille ist hier in so einer handelsüblichen Mühle drin, handelsübliche Pfeffermühle. Da sind Vanillestangen getrocknet, in Zucker getrocknet und dann einfach nur klein geschnitten. Natürlich kann man auch Vanillezucker nehmen oder so. Oder diese kleinen Fläschchen. So, jetzt kommen wir erstmal zur Teigbereitung. Ich gebe jetzt hier mein Mehl. Mein Salz. Mein Ei. Meine Hefe, die Hefe zerbrösel ich so ein bisschen und mache sie auf die Seite, nicht auf die gleiche Seite, wo das Salz ist, weil Hefe und Salz vertragen sich nicht so richtig. Das gleiche gilt für den Zucker, also nicht über die Hefe kippen. Dann habe ich hier meine abgeriebene Zitronenschale, entweder so ein Briefchen oder frische Rieben oder ihr nehmt die berühmten kleinen Fläschchen. Gleiches gilt wie für Vanille, entweder frische oder Mark einer Schote oder die berühmten kleinen Fläschchen. Rum ersetze ich heute mal durch nicht echten Rum, sondern ein bisschen Rumaroma, weil Kinder nachher die Dinger essen werden. Weil wenn ich die immer alle selber esse, dann kriege ich womöglich noch einen Bauch nachher. Jetzt gebe ich mein Fett dazu. Fett gilt gleiches wie Zucker und Salz. Nicht über die Hefe geben. Jetzt habe ich hier meine Milch. Die kommt natürlich wie alle Zutaten nicht direkt aus dem Kühlschrank. Leicht anwärmen, wenn ihr das Ei ja habt. Ansonsten auch bei Raumtemperatur einfach dazugeben. Und dieses jetzt eine Minute lang zu einem Teig mischen lassen. Zwischendurch mal ankratzen, dass sich an der Seite nichts absetzt an Teig bzw. an Mehl. So, wenn der Teig jetzt gemischt ist, guckt ihr euch die Festigkeit an. Weil späteres Nachmachen von Wasser oder von Mehl, wenn er zu weich oder zu fest ist, geht in der Regel in die Hose. Also wird nichts. So, jetzt haben wir hier den Teig. Er ist von der Festigkeit ist in Ordnung. Jetzt werden wir ihn kneten. Weil das wir jetzt hatten wir die Mischphase. Wenn ihr jetzt den Teig so nehmt, seht ihr, er reißt sofort. Er ist überhaupt nicht entspannt und überhaupt nicht elastisch. Das liegt daran, dass ich beim Kneten mit dem Wasser bzw. mit der Milch aus dem Mehl oder in dem Mehl die Klebereiweiße, also sogenannte Gluten, die quellen und verbinden sich mit der Stärke und bilden ein Teiggerüst. Das habt ihr nicht jetzt beim Mischen. Also werden wir den jetzt kneten, circa 5 bis 6, 7, 8 Minuten, je nach Maschinentyp. So, meine Knetphase ist jetzt zu Ende. Er hat jetzt hier gute 6 Minuten geknetet. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns den Teig raus. Stoßen ihn kurz zusammen. Also formen uns eine Teigkugel. Diesen Prozess nennt man einfach zusammenstoßen bzw. würgen.
Durch dieses Kneten ist der Teig natürlich jetzt relativ zäh geworden. Und wenn man ihn jetzt weiterverarbeitet, würde er sich immer wieder zusammenziehen. Deswegen lassen wir ihn einfach 5 Minuten liegen, damit er sich so ein bisschen entspannen kann. So, nachdem der Teig jetzt eine Weile geruht hat, müssen wir ja irgendwie den rund kriegen und ein Loch in der Mitte rein. Da gibt es mehrere Methoden. Ich werde euch jetzt mal die einfachste Methode zeigen. Ihr rollt ihn einfach ca. 1 cm stark aus. Nehmt euch einen Ausstecher. Das ist jetzt hier ein ganz normaler runder Ausstecher. Man kann natürlich da auch irgendwelche Gläser nehmen und ausstechen. Damit begrenzen wir außen erstmal die Größe unseres Donuts. Einfach ausstechen. In der Mitte das Loch nicht zu klein machen, weil sonst schließt sich es beim Garen bzw. beim Backen wieder. So, jetzt hätten wir so einen runden Donut. Jetzt kommen wir zur zweiten Methode. Jetzt wiege ich mir erstmal den. Der hat jetzt hier 80 Gramm. Jetzt wiege ich mir von meinem Teig auch immer 80 Gramm Stücke ab. Wobei es jetzt nicht wichtig ist, dass die 80 Gramm haben oder 75 oder 70. Wichtig ist nur, dass die alle gleich groß werden, gleich schwer sind, damit sie nachher gleich groß werden und auch eventuell die gleiche Backzeit haben. Wobei wir die heute sowieso einzeln backen werden, da ist es ja nicht so wild, aber wenn ihr jetzt eine größere Fritteuse habt, wo ihr eventuell 10 Stück backt auf einmal, da ist es dann schon wichtig, dass die alle mehr oder weniger gleich groß sind, wegen der Backzeit. So, jetzt haben wir hier unsere einzelnen Teigteile. Da machen wir uns so eine runden, im Endeffekt wie beim Pfannkuchen, so eine runden Teigbälle. Dazu gehen wir einfach der hohlen Hand. Achtet darauf, dass nicht zu viel Mehl auf der Arbeitsfläche ist, dann rutscht es sonst nur hin und her. Am besten wäre eine Buchenholzplatte. So, dadurch, dass durch dieses Würgen, nennt man diesen Prozess, der Teig auch wieder ein bisschen zäher geworden ist, lassen wir diesen auch jetzt einfach nochmal so 4-5 Minuten liegen. So, wenn man die jetzt ein paar Minuten hat liegen lassen und die sich so ein bisschen entspannt hat, macht man Folgendes. Man drückt die so ein bisschen breit mit dem Finger in die Mitte, bohrt ein Loch und dreht die dann so auseinander. Denkt dran, macht das Loch in der Mitte nicht zu klein, weil die Garn denn sonst aneinander bzw. beim Backen nachher backen aneinander. Also ruhig das Loch ein bisschen größer machen. Draufdrücken, mittig das Loch. Diese Methode hat natürlich den Vorteil, dass man weniger Abfall hat. Heißt Abfall nicht, aber bei den Ausrollmethoden, da rollt ihr dann 3-4 Stück aus oder stecht aus, dann müsst ihr den Teig wieder zusammenstoßen, erneut ausrollen und dann müsst ihr immer warten zwischendurch, weil der Teig sich natürlich bei jedem Mal ausrollen und zusammenstoßen wieder zäh wird, so dass der dann beim Ausstechen wie sich zusammenzieht. Hat man bei der Methode nicht. Für euch natürlich schwieriger, weil ihr diese runden Dinger erstmal machen müsst. So, ruhig jetzt nochmal eine Minute liegen lassen und das Loch dann nochmal neu machen. Macht es, wie gesagt, nicht zu klein, weil die garen sonst aneinander. Anschließend lege ich sie einfach auf so ein Backblech, damit sie garen können. Die Garzeit hängt natürlich jetzt auch ab davon, wie warm ist eure Umgebungstemperatur, wie warm war der Teig, also der Zuguss, den ihr hattet, zum Beispiel die Milch.
alles Faktoren. Es kann jetzt eine Viertelstunde dauern, es kann aber auch eine Stunde dauern. Dazu decke ich die jetzt einfach mit einem ganz normalen Küchenhandtuch ab, damit sich oben nicht so eine Haut bildet und sie im Endeffekt beim Garen behindert werden. So, die haben jetzt bei mir circa eine halbe Stunde gegart. Kann bei euch schneller gegangen sein, kann aber auch wesentlich länger gedauert haben, je nach Umgebungstemperatur oder auch Zuguss. Zuguss wäre jetzt hier die Milch bzw. das Wasser, je nach Temperatur. Jetzt kommen wir zum Backen. Ich habe mir jetzt hier in den Topf ganz normales Rapsöl gemacht. Man könnte es natürlich jetzt auch in der Fritteuse backen, aber da die Kinder gestern Fischstäbchen in der Fritteuse gemacht haben, möchte ich das nicht unbedingt. Ich werde dieses Fett jetzt auf 170 Grad erhitzen. Da gibt es zwar so eine tollen Tricks mit dem Kochlöffel, mit dem Holzlöffel zum Reinmachen, und wenn der sprudelt, alles sehr ungenau. Deswegen werde ich hier jetzt so ein Thermometer verwenden. Für, ich will nicht sagen Pfennig, aber doch für einen relativ kleinen Betrag. Das hat jetzt hier sogar schon 185. Für einen relativ kleinen Betrag bei Amazon zu erwerben. Wenn meine Donuts jetzt im Fett sind, deckt man sie von einer Seite, bis sie braun sind, dreht sie dann um, deckt auch diese Seite und dreht sie dann nochmal um, sodass jede Seite mehr oder weniger zweimal gebacken wird. Das dient dazu, dass das Gebäck nachher stabiler ist. Wenn meine Donuts jetzt halbwegs abgekühlt sind, habe ich hier Fondant. Das ist übrigens der Rest Fondant, den ich noch hatte. Ich muss also neuen machen. Kann ich sie in Fondant tauchen. Das heißt, einfach den halbwegs abgekühlten, der kann auch so leicht lauwarm sein, einfach kurz hier in den Fondant rein und ein bisschen ablaufen lassen. Anschließend kann man natürlich in diesen Fondant oben jetzt noch so einen bunten Zuckerstreusel raufgeben. Oder man färbt den Fondant. Zum Färben, zum Beispiel zum Gelb, färben eignet sich hier wunderbar Kurkuma. Einfach in den weißen Fondant ein bisschen von dem gelben Kurkuma rein. Natürlich eignet sich auch jede handelsübliche künstliche Farbe. Wobei künstliche Farbe ich immer nie so ein Fan bin. Das ist übrigens jetzt der Donut, den wir ausgestochen haben. Auch nur kurz eintauchen. Eventuell mit den Fingern noch so ein bisschen abstreichen. Wie gesagt, Fondant ist jetzt nicht sehr viel da, weil es ist der Rest. Fondant-Herstellung werde ich euch auch noch verlinken. Oder die Variante mit Schokolade, also Schokofondant. Auch den werde ich euch verlinken. Das ist übrigens meine Lieblingsvariante.
hier seht ihr jetzt die fertigen Donuts. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es ist eine kleine Anregung für euch, dieses auch mal nachzumachen. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Wünsche, welches Produkt ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst in den Kommentaren bitte euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.